Hallo zusammen, heute male ich ein kleines Sommerbild. Zuerst lege ich mir die Farben zurecht. Ich starte mit Weinrot, dann nehme ich Orange, ein mittleres Rot, Hellblau, und etwas Gelb. Die Ränder des Aquarellpapiers habe ich mit Malerkrepp abgeklebt. Es geht gleich los mit Weinrot. Ich mache unten links und oben rechts eine kleine Fläche. Für jede neue Farbe nehme ich einen neuen Pinsel. Ich trage nach und nach die Farben auf und lass dich jetzt zuschauen. Die Farben sind jetzt aufgetragen und ich ziehe das Kreppband ab. Dabei gehe ich ganz vorsichtig vor. Das Kreppband nehme ich ab, bevor die Farbe trocken ist. Die Farbe habe ich mit Wasser verdünnt und tropfe sie jetzt aufs Bild. Ich habe Hellblau genommen und Weinrot. Die Ölkreiden habe ich mir schon bereitgelegt. Ich mache ein paar Akzente, wie immer. Hier habe ich Orange genommen, Hellblau habe ich ein bisschen genommen und Dunkelrot.
Am Schluss nehme ich noch ein bisschen Weiß. Dann ist für mich das Bild fertig. Hast du noch Fragen zu dem Bild? Dann stell die Fragen doch in den Kommentaren. Ich antworte dir gerne. Hier habe ich dir noch ein paar Wohnbilder gemacht. Fotos, die sind vergrößert. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist und du meinen Kanal abonnierst. Du willst noch mehr Videos anschauen? Hier geht es weiter. Und tschüss!